Hallo meine Glücksbärchis, hier ist das Schneckbein und heute kommentiere ich hier für euch ja mein allerliebstes Lieblingsspiel FIFA. Das waren die Highlights des Spiels, des Übungsspiels gegen, nee, das Übungsspiel für das Spiel mit gegen die Green Spider. Also Sam Samuel möchte mit die Green Spider in Zukunft FIFA Challenges machen und sich da betteln, was auch immer. Und dafür hat er geübt. Und die Highlights präsentiere ich euch jetzt. Ja, und es fing schon total toll an mit... War das jetzt drin? Ich habe es nicht gesehen. Ich glaube ja oder nicht. Ja, es ist ein total spannendes Spiel bei Regen. Bei Regen. Ich glaube, das ist ein Online-Gegner. Ja, sieht so aus. Ja, es regnet, die Spieler werden nass und der Ball ist aber immer noch im Spiel. Ja, es wird spannend. Es geht auf das Tor zu und der Ball ist leider draußen. Oh nein. Ja, ihr seht schon, das ist hier wirklich, das war schon das erste Highlight. Was passiert jetzt? Ja, der Gegner hat jetzt wohl ein Rage Quit gemacht und hat sich verpisst, weil es zu schlecht lief. Also wirklich. Ja, was soll man dazu noch sagen? Sehr, sehr traurig, ja. Lief wohl nicht gut für ihn. Naja. Na gut. Okay. Ja, hier wird also anscheinend ein neues Spiel initiiert. Ja. Was machen die da? Auswählen. Ja, Madrid. Sehr gute Wahl. Ronaldo. Rosa, rosa Shirt. Er hat bestimmt nicht das Rosane genommen. Naja. Gegen Accrington. Ja, das nächste Spiel. Real Madrid gegen Accrington. Wer wird gewinnen? Bestimmt Real Madrid. Oder auch nicht. Es bleibt spannend. Ja, es geht los. Die Stimmung im Stadion ist unvergleichlich. Es regnet schon wieder. Und es sind tatsächlich die rosa Shirts. Oder, wo sind wir denn überhaupt? Sind wir jetzt das? Ja, wir sind doch weiß, weil Real ist doch weiß. Oder hat er die rosa ein Shirt? Ja, jedenfalls, es geht hier total zur Sache. Oh, es geht zur Sache, es geht aufs Tor. Ja, was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Nein, es war eine sehr gefährliche Situation. Sehr gefährlich, meine Freunde, sehr gefährlich. Und es wird noch gefährlicher. Und er ist drin, ja. Und er jubelt in seinem rosa Shirt. Wie eine Herde wilder kleiner Schweinchen. Wunderschön, hier seht ihr es nochmal in Zeitlupe, ein wunderschönes Tor. Wir freuen uns, ich weiß gar nicht, wer Sam Samuel ist, weil es rosa ist. Ich glaube, er ist rosa. Ja, das ist also dann der Gegner, oder? Ich kann das nicht zuordnen. Moment. Real Madrid ist links, okay, das ist weiß, gut. Hä, das ist ja da nicht gut. Ist das jetzt gut für uns? Ja, es ist gut für uns, das sind nämlich wir. Wir sind weiß. Oder? Wir sind weiß. Das war jetzt ein Tor für uns. Ja, das ist, ja. Es steht also 1-1. Und es bleibt spannend. Wir sind Accrington. Ich weiß, dass wir Accrington. Ach, wir sind Accrington, Leute. Wir sind Accrington. Also war der erste Jubel richtig. Wieso nimmt der Accrington? Er nimmt doch sonst immer nur Real Madrid. Ist doch sein Lieblingsverein. Wieso spielt man bei FIFA einen Verein, der nicht sein Lieblingsverein ist? Oh! Oh! Moment mal kurz über. Jetzt ist ganz schlecht für uns. Das ist ganz schlecht für uns. Oh, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Also wirklich, dieses FIFA. Oh, er hat ein echt schönes Shirt, der Torwart. So ein lila, violett. Ja, wir starten den Gegenangriff. Wir müssen hier nämlich ein bisschen aufholen und... Ja, ist drin. Wir haben aufgeholt. Juhu, wir machen hier ein Rad. Und einen Purzelbaum gleich hinterher und unsere Kumpels kommen und knuddeln uns, weil wir uns alle so lieb haben. Ach, ist das ein Fest hier für die Sinne. Was ist jetzt los? Weiß nicht. Ja, okay, scheinbar ist das jetzt die 45. Minute. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Es kommt bestimmt ein totales Highlight. Oh, Real Madrid greift an. Er greift. Oh, und. Oh nein, er ist nicht drin. Oder doch? Oder doch? Oh nein, der Keeper lief einfach aus dem Tor und er hat's vermasselt. Er hat's vermasselt. Ja,
So schnell kann's gehen. Das heißt, wir liegen immer noch im Rückstand. Eigentlich läuft das ja gar nicht gut für uns. Modric. Ja, ich mag übrigens total die Schriftart auf den Trikots von Real Madrid. Ich finde das total cool. Ja, wir spielen ja jetzt auf der anderen Seite. Ja, juhu, juhu, juhu. Marco Di Vaio hat ein Tor gemacht. Der freut sich im Regen. Ja. Es geht weiter. Und, ach, das ist Wiederholung. Es geht gar nicht weiter. Jetzt geht's weiter. Und, oh, ein Tor für Real. Wie viel steht denn jetzt? Da fallen ja lauter Tore. 3:3. Ja, das war daneben, mein lieber Di Maria. Das war daneben. Tja, hier sehen wir das nochmal alles verlangsamt. Wie schön das daneben ging. Ist natürlich eine super Sache für uns. Was nochmal? Ach nee, jetzt geht's weiter. Oh nein, ein Tor. Oh, Cristiano hat ein Tor gemacht. Juhu. Aber wir sind ja gar nicht Cristiano heute. Also nein, nein. Blöder Cristiano, mach doch keine Tore. Oh, wir kommen wieder ans Tor. Nee, das war nix. Das war nix. Gar nix. Es, ja, nee. Totaler Fail. Okay, es geht weiter, es geht weiter. Bleiben wir am Ball, bleiben wir hier aufgebracht und voller Freude. Hey, ich weiß gar nicht mehr, was hier vor sich geht. Hier fallen dauernd immer nur Tore. Na, es sind ja auch die Highlights, ja? Ich präsentiere euch ja die Highlights dieses Spiels. Die 90. Minute. Wird der Ausgleich noch möglich sein für Accrington? Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Nein, es sieht nicht mehr gut aus. Jetzt sieht es wieder gut aus. Jetzt wieder nicht. Ja, jetzt sieht es mir überhaupt nicht mehr gut aus. Ja, ich glaube, das war's. Ja, tja, tja. Madrid hat gewonnen. Die freuen sich jetzt natürlich. Ach, Casillas hat das schöne Shirt an. Gut. Ja, das war's wohl schon, oder? Na, dann sag ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten FIFA. Tschüss.